Hast Bock bei einem Community-Events mitzumachen, dann bist du hier genau richtig, denn in diesem Video geht es darum, was die Community-Events auf meinem Kanal überhaupt sind, was da überhaupt passiert und so und wie du mitmachen kannst. Seit Anfang 2020 finden auf meinem Kanal die sogenannten Community-Events statt, wo jeder aus der Community auf jeden Fall einfach mitmachen kann. Wir haben da schon sämtliche Sachen gemacht, die meisten Community-Events finden im Spiel Minecraft statt. Und so haben wir bisher zum Beispiel Community-Bau-Battles gemacht, wo so eine Art Master-Builders in groß war, wo ihr gegeneinander einfach Sachen bauen musstet und die Community konnte dann abstimmen, wer gewonnen hat. Wir hatten einen Community-Server, der über einen Monat lief, wo richtig aktiv Spieler drauf gespielt haben, mit richtig geilen Events und so weiter. Dann gab es noch ein Community-Varo und vieles mehr auf jeden Fall. Und auch in anderen Spielen haben Turniere stattgefunden, zum Beispiel in Fortnite und in Rocket League. Und das Wichtigste ist natürlich, jeder kann immer mitmachen. Um jetzt aber teilzunehmen, ist es nicht mehr so wie früher, dass ihr einfach in den Stream kommen könnt und einfach auf den Server joinen könnt, sondern um das besser zu organisieren zu können und um uns ein bisschen vor Hackern und so weiter zu schützen, haben wir jetzt eine neue Vorgehensweise und deshalb auch dieses Video hier, denn ihr müsst, bevor ihr teilnehmen könnt, einmal drei Voraussetzungen erfüllen. Und zwar einmal müsst ihr Abonnent des Kanals sein, braucht einen Discord-Account, denn wir managen mittlerweile alles über Discord und nicht mehr über YouTube-Kommentare und so. Es gibt zwar Ankündigungsvideos, aber die Hauptinformationen und Abstimmungen, wie die Events gestaltet werden sollen, findet dann alles auf dem Discord statt. Und ja, als dritte Voraussetzung müsst ihr dann noch ein Google-Formular ausfüllen. Lest euch dieses Formular auf jeden Fall einmal genau durch. Es ist wirklich nicht viel Text und so weiter. Es sind aber wichtige Sachen und ihr müsst halt auch ein paar Sachen ausfüllen. Also lest euch wirklich genau durch. Wir brauchen dann quasi einmal euren Minecraft-Namen, dann euren YouTube-Namen. Könnt auch Twitch-Namen angeben. YouTube-Namen wäre aber besser, teilweise auch für Auslosungen und so weiter. Und was ganz wichtig ist, euren Discord-Namen, weil wie gesagt über Discord alles gemanagt wird. Dann einmal kurz Regeln durchlesen und dann nochmal bestätigen, dass man keine Scheiße baut, auf Deutsch gesagt. Und dann bekommt ihr innerhalb von 24 bis 48 Stunden, bekommt ihr dann auf dem Discord-Server den Rang. Sobald ihr den Community-Event-Rang dann auf dem Discord habt, findet ihr hier quasi einen neuen Reiter mit Community-Events, wo alle Ankündigungen stattfinden werden. Dort findet ihr auch die Server-IP und so weiter. Dann gibt es die Event-Regeln, die können nämlich bei manchen Events auch abweichen. Deshalb haben wir nochmal einen extra Channel gemacht, wo sowas dann angekündigt wird und so weiter. Dann den Event-Chat, da könnt ihr euch austauschen, wenn ihr Fragen habt, Probleme oder so, könnt ihr sie einfach hier reinschreiben. Und dann haben wir hier noch den Besprechungs-Channel, weil für manche Events vielleicht auch mal so eine kleine Ankündigung, die vielleicht auch in Echtzeit sein muss oder so notwendig ist. Es werden trotzdem weiterhin dann noch Ankündigungsvideos für die einzelnen Events kommen, wo ihr dann teilweise auch nochmal bestätigen müsst, dass ihr dabei seid, zum Beispiel bei einem Varo, auch mit welchem Teampartner und so. Was aber teilweise auch über Discord dann läuft. Also Discord ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und ja, wichtig zu sagen ist auf jeden Fall noch, wenn ihr Scheiße baut, fliegt ihr raus. Ihr seid dann gesperrt für alle Events. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen. Es sind richtig coole Events auch in nächster Zeit geplant. Ankündigungsvideos werden dann natürlich immer so ein, zwei Wochen vorher online kommen. Und natürlich auf dem Discord kommen immer die Abstimmungen. Mein Team und ich freuen sich auf jeden Fall schon auf deine Teilnahme. Und wir sehen uns dann im nächsten Community-Event. We can